Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Mittwoch, der 19. Juni. Heute geht es neben der Frage, warum sieht Barbie eigentlich so aus, wie sie aussieht, aber auch um eine Krimiserie, in der Lügner keine Chance haben. Den Beginn macht erstmal eine Dramedy über einen besonderen Club. Neben einem eigenen Haus gehört der Wunsch nach Kindern für viele Paare zum gemeinsamen Leben und der Selbstverwirklichung dazu. Aber was, wenn der Kinderwunsch eben genau nur das bleibt? Ein Wunsch. In der belgischen Serie The Club geht es um die Geschichten von drei unterschiedlichen Paaren, die sich im Wartezimmer einer Kinderwunschklinik kennenlernen und deren Kinderwunsch bis jetzt unerfüllt geblieben ist. Unter anderem geht es um die End-30er Bert und Christi, die schon seit Jahren versuchen, Kinder zu bekommen. Inhibin-B auf... Schlechte Nachrichten, sagen Sie es einfach. Nein, Ihre ovarielle Reserve ist prima, außergewöhnlich sogar. Also. Nein, nein, das Problem liegt bei Ihnen, Herr De Brabandere. Nun ja, in Ihrer Probe haben wir Oligoastenoteratozoospermie festgestellt. Und das bedeutet, dass Ihr Ejakulat eine geringe Anzahl beweglicher Samenzellen enthält. So ungefähr 10 Millionen pro Milliliter. 10 Millionen? Klingt doch gigantisch, ich finde das gut. Normalerweise sind es zwischen 25 und 100 Millionen Samenzellen. Sowohl Bert und Christi als auch das queere Pärchen Ellen und Swo sowie die relativ frisch verliebten Charlie und Siggy versuchen sich gegenseitig Halt und Kraft zu geben. Ob das klappt und ob der Kinderwunsch wahr wird, könnt ihr ab sofort in der ZDF-Mediathek sehen. Dort findet ihr alle 8 Folgen von The Club ab sofort. Was seht ihr vor eurem inneren Auge, wenn ihr den Namen Barbie hört? Bestimmt eine junge, blonde und schlanke weiße Puppe, oder? Aber warum ist das eigentlich so, beziehungsweise wie steht es um die Vielfalt bei einem der beliebtesten Kinderspielzeuge? Die Dokumentation Black Barbie befasst sich mit der Geschichte der ersten schwarzen Barbie-Puppe, die Spielzeughersteller Mattel zum ersten Mal 1979 auf den Markt gebracht hat. Und welche Bedeutung hat dieser Schritt eigentlich für viele Kinder auf der ganzen Welt? Years ago, there were no black dolls. They were all white dolls. The little white girls, they could see possibility in their Barbies. And there was nothing that I can relate to. This is me and the creator of Barbie. At Mattel, I worked on the lines. She would say, do you have any suggestions? I was able to say, we want a black Barbie. That was a little act of revolution. Zu den Stimmen, die in der Dokumentation zu Wort kommen, gehört unter anderem Schauspielerin Ashley Blaine Featherston, aber auch Modedesignerin Kitty Black Perkins. Sie hat Ende der 70er die erste Black Barbie für Mattel designt. Die Dokumentation Black Barbie gibt es ab heute bei Netflix. Unser letzter Tipp für heute ist eine Mörder-Mystery-Serie. In Pokerface geht es um die Cocktail-Barkeeperin Charlie. Sie besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit, immer zu spüren, wenn Menschen lügen. Egal, ob im großen Stil oder bei einfachen Kartentricks. Ich habe hier ein Pik-Ass. Bullshit. Eine Herz-6. Bullshit. Eine Pik-10. Sie wissen nicht, welche Karte ich ziehe. Woher sollte ich das wissen? Sie wissen, ob ich lüge. Es ist kein Detail, so wie ein Blinzeln, das mich auffliegen lässt. Nee. Es ist das Ganze... Ja. Charlie nutzt diese Fähigkeit, um Kriminalfälle aufzuklären. Sie tingelt dabei in ihrem Auto von Ort zu Ort und lernt alle möglichen merkwürdigen Gestalten kennen. Gemacht wurde die Serie von Drehbuchautor und Regisseur Rian Johnson. Der hatte seine Finger auch bei Knives Out und Glass Onion im Spiel. Alle Folgen von Pokerface findet ihr ab heute bei Amazon Prime. Das waren unsere Streaming-Tipps. Wir informieren euch jeden Tag, was im Streaming-Dschungel so los ist. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt oder abonniert, was läuft heute in der Podcast-App eures Vertrauens. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Noah Schulz. Ich bin Imke Zimmermann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.